Ja, und damit herzlich willkommen zurück zur Resident Evil Revelations. Wir spielen gerade gegen Norman. Und im letzten Part haben wir schon öfters versucht, ihn zu besiegen. Und es leider nicht geschafft. Und irgendwie, ich weiß auch nicht. Es ist nicht gerade einfach. Vor allem immer mit den Nachladezeiten und so weiter. Ich kann nicht sehen. Ich habe mir jetzt dreimal getroffen. Der Schallsteuerung ist es auch irgendwie so schwer. Am PC ist es aber wahrscheinlich so einfach. Okay, wenn ich mich wenigstens weiter von ihm entfernt bewege, dann macht es keinen Schaden, ne? Jawohl, endlich. Yeah. Unglaublich. Jetzt muss ich auch nicht wieder nachladen, ne? Was ist jetzt los? Nein. Das ist echt zum Kühe melken. Wenn er wenigstens darauf reagieren würde, wenn in der Nähe getroffen wurde. Aber nein, es muss direkt genau hundertprozentig in seinem Herzen sein. Wenn er noch auf der falschen Seite ist. So, jetzt. So langsam wird's doch schon irgendwie besser. Schnell nachladen. Komm schon, Jill. Okay, das war der falsche. Kommt dann noch der echte. So. Boah. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Man trifft ihn eigentlich und dann auch wieder nicht. Ah, das war jetzt die falsche. Ich habe ihn noch am Herzen erwischt an der Seite. Das ist so scheiße, der Fight. Ganz ehrlich.
Ja, komm. Nicht mal mit einem aufgeladenen Schuss, der eigentlich ja noch viel Schaden macht. Bringt mir den Affen ab. Ich weiß auch nicht. Jetzt kommt gleich der nächste. Ja gut, das habe ich nicht getroffen. Jetzt war es eindeutig. So ein Bauchschuss. Wow. Verdammt. Wie zur Hölle hat er das gemacht? Ah, jetzt ist sein Dings offen gewesen gerade. Oh Gott. Boah, dem Angriff kann man auch echt nicht ausweichen, ne? Schon. Da ist der echte gewesen. Nein. Wieso stirbt das Vieh nicht? War da nicht noch ein grünes Kraut vorhin? Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Ja! Ja! Endlich! Jetzt stirb du Sau! Das ist der Klassiker, am Ende brennt immer die Flagge oder das Symbol. Ja, er ist tot, er ist tot. So behandelt Morgan seine Freunde. Ich hoffe, dass der Tod ihm mehr Frieden bringt als das Leben. Ja, das denke ich auch so, ja. Tod ist er besser dran. Das Schiff ist mit einer Drohne ausgerüstet. Das ist ihr Ausliefersystem. Sehr schön. Jetzt zeig mir die Ware. Reinstes Tee, Abyss.
Noch gibt es keinerlei Impfstoff dafür. Ja, natürlich. Ein bisschen davon kann eine Stadt ins Chaos stürzen. Das wäre alles. Ich muss jetzt gehen. Wer hätte das gedacht, hä? Die fiesen Terroristen bekommen Unterstützung. Vom ehrwürdigen Commissioner der FBC. Wie du siehst, kannst du dich aus dieser Sache nicht so leicht rauswinden. Ich habe die BSAA offensichtlich unterschätzt. Und dich möglicherweise auch? Wir haben das hier aus dem Sperrgebiet bei Terra Grigia. Wir haben unsere Tests abgeschlossen, du kannst es also wieder haben. Direktor O'Brien, du verstehst doch sicher unser Dilemma. Ohne die Terra Grigia-Panik wäre dem ignoranten Pakt die bevorstehende Bedrohung doch gar nicht bewusst. Ja, da könntest du tatsächlich recht haben. Niemand hat das Recht, mich zu richten. Die Welt hatte meine Führung bitter nötig. Es war alles nur zu ihrem Besten. Du machst dir doch nur etwas vor. Du hast doch selbst gesagt, die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Aber ich bin nicht Dante. Und du nicht Vergil. Morgan Lansdale. Hiermit enthebe ich Sie des Amtes als FBC-Commissioner. Mit sofortiger Wirkung. Und ich verhafte Sie wegen des Verdachts der Verschwörung mit Veltro bei der Planung und Ausführung der Terra Grigia-Panik. Bei allem Respekt, Direktor O'Brien. Die BSAA macht einen riesigen Fehler. Wo habe ich das schon mal gehört? Okay, und damit war es mit Episode 12, die Königin ist tot. So, dreimal sind wir gestorben. Wegen diesem verdammten Boss, wo es eigentlich nur um Präzision ging. Schießen Sie das System Server. Raufzugmodus, Stufe 18 bis 20 und Bonusstufe haben wir freigeschaltet. Ich glaube, das sind alle Level im Raufzugmodus. Was kommt jetzt? Jetzt kommt endlich die Wahrheit über Terra Grigia ans Licht. Ja, aber der Preis war hoch. Und die BSAA muss umstrukturiert werden. Der Sturm ist erstmal vorbei. Aber wie lange wird das bleiben? Nach der Festnahme von Morgan Lansdale wurde die FBC aufgelöst und die Mehrheit ihrer Mitarbeiter Mittel an die BSA übertragen. Die BSA wurde im Anschluss daran in eine Anti-Bioterrorismus-Organisation unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen umgewandelt. Ist das Quinton Keefe? Ja, die leben noch. Juhu. Sind noch nicht gestorben. Keefe Lumley ist derzeit dank seiner Leistungen an Volkoin Mocky eine führende Figur der BSAA-Niederlassung in Ostafrika. Quint Ketchum lehnte nach wie vor Beförderungen in Führungspositionen ab, arbeitete aber weiterhin im Hauptquartier der BSAA in der F&E-Abteilung. Parker ist auch da, okay. Parker und Raymond haben es anscheinend auch geschafft. Parker Luciani wurde von der Küste der Republik Malta im Mittelmeer treibend gefunden und gerettet. Nachdem Parker einen Monat lang medizinisch behandelt wurde, kehrte er als Sozialagent ins Hauptquartier der BSAA zurück.
Cleve R. O'Brien entschied sich dazu, Verantwortung für seine Taten zu übernehmen und seinen Posten als Leiter der BSA zu räumen. Er ist derzeit als Berater für die BSA tätig und schreibt zudem in seinem gemütlichen Zuhause an einem Kriminalroman. Okay. Interessant. Was Jill Valentine und Chris Redfield angeht, die beiden haben keine Ahnung, welch schreckliches Schicksal sie erwartet. Nein, das war's jetzt. Schade, aber es war jetzt ein echt geiles Game, muss ich sagen. Also ich war echt überrascht, wie intensiver das Spiel geworden ist. Also das wurde immer heftiger. Auch von der Story her wurde auch einiges schön aufgeklärt. Und für alle Beteiligten, oder für fast alle Beteiligten, gab es dann am Schluss ein Happy End. Außer eben für die beiden entführten Personen, also den O'Brien, der freiwillig zurückgetreten ist, aber anscheinend an einem Roman weiterarbeitet. Und dann noch der andere, der Morgan Lansdale, wurde er verhaftet und den Norman haben wir getötet. Für die drei war es kein so großartiges Happy End. Aber ich bin froh, dass Parker es überlebt hat. Was mit Raymond war, stand jetzt eigentlich nicht da. Aber ich denke, man hat es auch überlebt. Und Quint und Keith haben es zum Anwurf ist auch noch überlebt, zum Glück. Und ja, für Jill und Chris wartet dann das nächste Abenteuer. Also eben dann in Resident Evil 6. Und ja, sonst, was gibt es sonst noch zu sagen zum Spiel? Oder generell zu meinen Let's Plays. Ich muss allerdings sagen, dass ich jetzt halt schon in der Mitte der Let's Plays erwähnt habe, dass ich ja eigentlich nicht mehr über 20 Minuten gehe von meinen Videos her, aber es ging ja manchmal leider nicht, weil das war einfach mal zu spannend. Und da konnte man nicht jetzt einfach mittendrin unterbrechen. Das kenne ich auch selber, wenn ich mal Let's Plays von anderen sehe und denen einfach aufhören. Das ist manchmal bei solchen blöden Stellen und dann regt man sich auf, wann kommt dann die nächste Folge. Und deswegen habe ich eigentlich schon so geschaut, dass ich so regle, dass ich eben einen Part immer dann beende, wenn auch das Kapitel beendet ist. Oder der Abschnitt einer Episode. Und ja. Gut. Die Credits habe ich jetzt mal übersprungen. Mal sehen, was jetzt noch kommt. Schon so leicht, was? Dank der Firma ist morgen jetzt aus dem Spiel. Dunkelhoff. Schreib du bitte den Bericht dazu. Ach, übrigens. Warum lebt Parker noch? Dafür habe ich meine Gründe. Die BSAA ist gar nicht so blöd, wie ich dachte. Könnte noch witzig werden. Ja, genau. Der Spaß fängt gerade erst an. Oh mein Gott, die Bitch hat tatsächlich überlebt. Der Virus ist noch übrig geblieben. Der eben beim Dings war, in der Schublade beim O'Brien. Abgeschlossen der dunkle Wald. Abgeschlossene Läuterungs... Gestaden oder gestaden. Schaffen Sie den Schwierigkeitsgrad leicht oder höher. Spezialzubehör, aufgeladene Schuss 3 für die Kampagne haben wir erhalten. Ja, das klingt nicht schlecht. Schaffen Sie Schwierigkeitsgrad normal oder höher. Hydra für die Kampagne. Auch eine neue Waffe. Ja, das klingt nicht schlecht. Herzlichen Glückwunsch. Sie können jetzt diese Speicherdaten dazu benutzen, ein neues Spiel mit all Ihren Ausrüstungsgegenständen zu beginnen. Möchten Sie diese Daten speichern?
Wir raten ausdrücklich zum Speichern. Ja, okay. Würde ich jetzt halt schon mal sagen. Lass einfach mal speichern. Ja, wir haben es durchgespielt und damit endet auch schon leider dieses Projekt Resident Evil Revelations. Schließe ich damit offiziell ab. Und wir sind ja jetzt halt von vom Team, also oder vom Kanal Flannel Gaming, jetzt halt eben 5 Leute. Und wir haben eben beschlossen, dass wir auch mehr jetzt halt nächste Zeit gemeinsame Let's Plays machen. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr schon ein paar Let's Plays von Anizanato gesehen zu Kerbal Space Program. Solltet auch mal reinschauen, auf gar keinen Fall verpassen. Ich gebe dann auch noch einen Link irgendwo zu seinen Videos oder zumindest zum ersten Video. Der wird dann auch eine Playlist dazu erstellen, denke ich mal. Und ja, ich weiß noch nicht genau, was dann mein eigenes nächstes Projekt sein wird. Aber ich hoffe auch mal wieder in so einen Survival-Shooter. Ja, ich denke mal, es wird vielleicht sogar ein Let's Play zu Zombie U geben. Das Spiel ist ja zwar schon längere Zeit draußen. Letztes Jahr im November mit der Wii U ist es ja gekommen. Und ja, ich denke, ich werde mir das Spiel auf jeden Fall holen und das vielleicht auch Let's Playen. Ganz genau weiß ich es nicht, könnte sein, vielleicht auch nicht. Mal schauen, wie wir das so planen können. Was jetzt die gemeinsamen Let's Plays angeht, meine eigenen Let's Plays, da muss ich jetzt erstmal schauen. Und ja, bis dann irgendwann.